Covid-19 beeinflusst inzwischen viele Lebensbereiche. Das spiegelt sich inzwischen auch in der Suchtberatung und Suchtbehandlung wider. Bei uns ist jetzt Landeshauptmann Stellvertreter Heinrich Schellhorn. Er ist beim Land Salzburg für die sozialen Angelegenheiten zuständig. Herr Landeshauptmann, wie weit ist das Thema schon angekommen in der Suchtberatung? In der Suchtberatung sehr wohl, weil wir spüren, insgesamt der Menschen in der Krise neigen natürlich auch mehr Suchtmittel zu konsumieren. Alle Expertinnen und Experten sind sich einig, dass sich das bereits ausgewirkt hat. Wir reagieren natürlich darauf mit zusätzlichen Angebot zur Beratung. Wir haben schon zum Glück 2019 eine relativ starke Steigerung in der Drogenberatung von 14% gehabt und unternehmen jetzt alles. Nach dem Lockdown war vieles nur online möglich, aber dass jetzt die Menschen, die spüren, dass sie gefährdet sind, einfach zum Hörer greifen, die Beratungseinrichtungen in Anspruch nehmen, das spüren wir sehr wohl jetzt. Das heißt auch, wenn man selbst womöglich betroffen ist, nicht zu lange zuzuwarten, oder? Genau, genau. Also das Wichtige ist, möglichst schnell auch Rat zu holen, weil wenn sich dann einmal die Suchterkrankung chronifiziert hat, ist es viel schwerer auszusteigen. Je früher man Beratung in Anspruch nimmt, Hilfe in Anspruch nimmt, umso besser ist es dann. Gerade am Land ist ja die Scham oft sehr hoch oder die Schwelle, bis man Hilfe in Anspruch nimmt, sehr groß. Wie erleben Sie dort die Situation? Man spürt vom Trend her, dass auch die Beratungseinrichtungen in den Gebirgsregionen mehr angenommen werden als in der Vergangenheit. Also das nivelliert sich, gleicht sich aus mit den Zahlen im Zentralraum. Also da merkt man eigentlich kaum einen Unterschied. Also da gleichen sich sozusagen die Räume an. Genau. Vielen Dank für diesen Einblick. Es kommt jetzt zu uns auch Herr Schabusee, der ist beim Land Salzburg für die Drogenbehandlung bzw. Drogenberatung zuständig. Wir machen hier einen fliegenden Wechsel und es liegt ja inzwischen auch der neue Suchtbericht vor, den man dann auch online sehen kann. Herr Schabusee, da gibt es in Salzburg eine sogenannte Modedroge. Ja, den größten Anteil der Substanzen macht nach wie vor Cannabis aus. Ungefähr 70% aller Klienten kommen im Zusammenhang mit Cannabiskonsum, davon 43% ausschließlich Cannabiskonsum. Allerdings zeigt sich in den letzten Jahren doch ein Trend zum verstärkten Konsum von Amphetaminen, Stimulantien, Ecstasy und auch Kokain. Immer wieder ein fixer Bestandteil im Suchtbericht ist natürlich auch das Thema Alkohol. Wie hat sich hier die Situation entwickelt? Im Alkoholbereich ist die Situation relativ stabil über all die Jahre. Es gibt momentan leichte Trends zu einer Verringerung der Klientenzahlen. Das ist allerdings wahrscheinlich im Bereich statistischer Schwankungen. Wir haben es vorhin im Gespräch mit dem Herrn Landeshauptmann Stellvertreter schon angesprochen. Auch am Land merkt man immer mehr, dass Drogen sozusagen im Umlauf sind. Schlägt sich das inzwischen auch im Statistikbericht nieder? Das schlägt sich auf jeden Fall nieder. Es gibt diesen Trend zu einer regionalen Nivellierung, das heißt auch in ländlichen Regionen, speziell Innergebirg, nimmt der Konsum von illegalen Drogen, illegalen Substanzen zu. Es gibt da im Vergleich zum Zentralraum wesentlich deutlichere Steigerungen hinsichtlich der Klientenzahlen. Was auf jeden Fall auch diesbezüglich anzumerken ist, die Zahl der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit Cannabiskonsum ist im Innergebirg deutlich höher. Das heißt, hier zeigt sich sehr stark die Funktion der Frühintervention bei den Drogenberatungseinrichtungen. Also welche Schwerpunkte leiten Sie aus dem aktuellen Bericht ab, wenn man jetzt sieht, dass am Land sozusagen die Zunahme höher ist als in der Stadt und sich sozusagen immer mehr das Thema aufs ganze Land ausbreitet? Ja, das bedeutet einfach, dass wir die Verfügbarkeit von Beratungsmöglichkeiten auch in der Gebirg zumindest aufrechterhalten, wenn ich da leicht stärken sollten. Vielen Dank für diesen Einblick und wir haben es gehört, wichtig ist, rechtzeitig Hilfe zu holen. Das gilt auch für Angehörige, aber vor allem auch für Betroffene. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.salzburg.gv.at.